Sehr geehrte Damen und Herren, der BRICS-Gipfel ist zu Ende, an dem der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin per Videokonferenz teilgenommen hat. Mir wurde die Aufgabe übertragen, unser Land direkt hier vor Ort zu vertreten. Am Ende des BRICS-Gipfels fand heute eine Pressekonferenz unserer Führungskräfte statt. Alle 5 Anführer gaben ihre Bewertungen ab, angefangen mit dem Präsidenten Südafrikas, Ramaphosa, als Vorsitzender der Organisation im Jahre 2023. Er kündigte die Verabschiedung der abschließenden politischen Erklärung an und legte besonderen Wert auf die Entscheidung, die vollwertigen Mitglieder der BRICS um 6 Staaten zu erweitern. Jetzt hat das BRICS-Plus-Treffen bereits begonnen. Mehr als 60 Länder, die an der Entwicklung von Beziehungen zu unserer Vereinigung im Format BRICS-Plus-Outreach und als Partnerländer interessiert sind, wurden eingeladen. Dies ist ein neues Format, das auf dem aktuellen Gipfel genehmigt wurde. Es wurde vereinbart, diese Liste der Kandidaten für den Status eines Partnerlandes bis zum nächsten Gipfel vorzubereiten, der im Herbst 2024 in Kasan stattfinden wird. Die Außenminister wurden beauftragt, diese Arbeit fortzusetzen. Поручено подготовить к следующему саммиту, который состоится осенью 2024 года в Казани. Министрам иностранных дел поручено эту работу продолжать. Вот, наверное, вступительные слова. Давайте к вопросам перейдем. Пожалуйста, Митц-Известия. Der Begriff einheitliche Abrechnungseinheit wird immer häufiger verwendet. Unter anderem während der Plenarsitzung vom brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Wurden während des Gipfels bereits detaillierte Einzelheiten ihrer Implementierung, insbesondere auch Zeitrahmen und Funktionsweise besprochen? Und könnte dies tatsächlich eine schnelle Alternative zur Einheitswährung von der BRICS werden? Momentan spricht niemand über eine Einheitswährung. Derzeit konzentriert sich alles darauf, Wege zu finden, um den Handel, wirtschaftliche Projekte und Investitionen so zu gewährleisten, dass sie nicht von einem System abhängig sind, das von den USA und ihren westlichen Verbündeten kontrolliert wird und unabhängig vom Dollar, Euro und auch vom Yen zu sein. Diese Länder haben ihre Fähigkeit und ihre Bereitschaft bereits unter Beweis gestellt, ihren Status als Emittenten von Reservewährungen aktiv zu missbrauchen, um politische Ziele zu erreichen, unter Verstoß gegen alle Regeln des freien Marktes, des internationalen Handels und der WTO. Seit der Gründung der neuen Entwicklungsbank der BRICS wurde ein weiteres Projekt im Rahmen der 5 ins Leben gerufen mit der Bezeichnung Pool der Reservewährungen. Dies ist ein Vorläufer der Schritte, die wir nun planen, um die Verwendung von nationalen Währungen zu erleichtern und vor allem um ein alternatives Zahlungssystem zu schaffen. Die Konkretisierung dieser Initiative wurde den Finanzministern und Zentralbankpräsidenten unserer Länder übertragen. Sie sollen eine entsprechende Arbeitsgruppe bilden und Empfehlungen für die Staats- und Regierungschefs zu den nächsten Gipfel in Kasan vorbereiten. Использование национальных валют, но самое главное по формированию альтернативной платежной системы. Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министром финансов и председателем центральных банков. Они должны сформировать соответствующую рабочую группу и подготовить рекомендации для глав государств к следующему саммиту в Казани. Пожалуйста, Wie schwierig waren die Verhandlungen über die Erweiterung? Konnten Sie sich auf die Kriterien für die Aufnahme neuer Mitglieder in die Organisation einigen? Werden die BRICS in diesem Zusammenhang ihren Namen ändern? Und wie erklären Sie sich das gestiegene Interesse vieler Dutzend Länder, dieser Vereinigung beizutreten? Die Diskussion war ziemlich intensiv. Ich kann nicht sagen, dass es problemlos war, jedoch mit dem Ziel des Staates, die Aufnahme neuer Mitglieder zu beschließen. Natürlich wurden Kriterien und Verfahren berücksichtigt, die für die Partnerländer genehmigt wurden. Zunächst wurde das Gewicht, die Autorität, die Bedeutung des jeweiligen Bewerberlandes und seine Position auf der internationalen Bühne berücksichtigt. Alle sind dafür, dass wir unsere Reihen mit Gleichgesinnten, mit Ländern, die an Multipolarität glauben, und die Notwendigkeit fairer und demokratischer internationaler Beziehungen betonen, ergänzen und darauf bestehen, die Rolle des globalen Südens in globalen Leitungsmechanismen zu stärken. Die 6 Länder, deren Namen heute bekannt gegeben wurden und die voll und ganz diesen Kriterien entsprechen, werden ab dem 1. Januar 2024 vollwertig an der Arbeit der BRICS teilnehmen.
Ich möchte daran erinnern, dass es sich um Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Äthiopien, den Iran und Ägypten handelt. Alle äußerten den dringenden Wunsch, dieser Gruppe beizutreten. Von den 23 offiziell eingegangenen Anträgen wurden die 6, die ich erwähnt habe, berücksichtigt. Warum ist das Wachstum von BRICS so explosiv? Ich glaube, es liegt am Verständnis der Länder, die sich der Fünfergruppe nähern möchten, über die tiefen Ursachen für die Prozesse auf der internationalen Bühne. Sie haben die absolute Bestrebung des Westens erkannt, seine Hegemonie um jeden Preis zu bewahren. Sie sind sich vollkommen bewusst, warum der Westen versucht, seine Ziele zu erreichen, indem er, wie in diesem Fall die Ukraine, gegen die Russische Föderation benutzt. All dies wurde in den Diskussionen und Gesprächen mit den Ländern deutlich, die heute bei dem Treffen in Johannesburg vertreten waren. Es ist klar, dass diese Hegemonie global ist. Alle erkennen, dass das Ziel der USA nicht darin besteht, Russland zu bestrafen, indem sie das narzisstische ukrainische Regime verwenden, sondern es geht darum, Nonkonforme und Andersdenkende auf der internationalen Bühne zu beseitigen. Das hat sich in der letzten Zeit deutlich gezeigt. Которые обнажили абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой, они также прекрасно понимают причины того, как Запад пытается добиваться своих целей, используя в данном случае Украину против Российской Федерации. Все это отчетливо проявилось и в ходе дискуссий, и в ходе наших бесед со странами, которые здесь представлены сегодня на заседаниях в Йоханнесбурге. Понятно, что этот гегемонизм, он глобален. Все осознают, что цель Соединенных Штатов не то, что наказать Россию, используя украинский нацистский режим, а просто устранить любых несогласных, устранить любое инакомыслие на международной арене. И в последнее время это очень ярко проявляется. Посмотрите, вот мы находимся в Африке, посмотрите, как... Wir befinden uns gerade in Afrika. Schauen Sie sich an, wie die Amerikaner afrikanische Länder umgarnen, indem sie ihnen praktisch ihren Willen aufzwingen. Letztes Jahr wurde in den USA ein Gesetz verabschiedet, das gegen die bösartigen Aktivitäten Russlands in Afrika heißt. Als es im Repräsentantenhaus der USA noch vor dem Senat verabschiedet wurde, waren die Afrikaner empört und erhoben ihre Stimme gegen diese herablassende Behandlung. Jetzt denken sie in dieser Kammer darüber nach, den Namen zu ändern. Aber die Essenz des Gesetzes bleibt die gleiche. Die Amerikaner haben ihre Strategie für die Länder südlich der Sahara verabschiedet. Dieses Dokument ist nur 17 Seiten lang, aber Russland und China werden 7-mal als das wesentliche Hindernis für den afrikanischen Aufschwung erwähnt. Vielleicht richtet sich das an unerfahrene Menschen, die nichts verstehen oder nichts über die Geschichte gelesen haben. Aber für die afrikanischen Länder ist es eine weitere Beleidigung. Es ignoriert ihr souveränes Recht, ihre Partner selbst auszuwählen. Im Herbst 2022 fanden Treffen des IWF und der Weltbank statt, bei denen die US-Finanzministerin Yellen, ohne mit der Wimper zu zucken, die afrikanischen Länder belehrte und sagte, sie sollten sich daran erinnern, wer ihnen Geld gibt. So einfach und ohne jegliche diplomatische Feinheiten. Bei einer kürzlichen panafrikanischen Veranstaltung berichtete der kenianische Präsident Ruto öffentlich am Mikrofon darüber, wie die Amerikaner und ihre engsten Verbündeten von den afrikanischen Ländern verlangen, Einladungen zu Veranstaltungen anzunehmen, an denen der Westen interessiert ist, und nicht an Veranstaltungen teilzunehmen, die mit Beteiligung der Russischen Föderation stattfinden. All das ist sichtbar. Ein normales Land kann eine solche Behandlung nicht dulden. Vielen scheint es so, als dass es alleine sehr schwierig ist, einem solchen Druck standzuhalten. In der Organisation sehen Sie Verbündete, eine Bastion dieser multipolaren Welt, die wir alle aufbauen müssen, gemäß den objektiven globalen Entwicklungstrends. Die BRICS, zweifellos gestärkt und erweitert, ist einer der Hauptstützpfeiler einer gerechteren Weltordnung, die auf den Grundsätzen der UN-Charta basiert und nicht in ihrer verdrehten Interpretation, wie es der Westen tut, einschließlich in Bezug auf das, was in der Ukraine passiert, sondern ausschließlich in der gesamten Fülle und dem gesamten Zusammenhang dieser Prinzipien der Vereinten Nationen. Was den Namen betrifft, alle sind dafür, dass er bleibt. Er ist bereits zu einer Marke geworden. Keiner der Neuankömmlinge in der BRICS hat etwas anderes vorgeschlagen. Ich denke, alle verstehen, dass es besser ist, alles so zu lassen, wie es ist. Dies wird die Kontinuität unserer Arbeit unterstreichen. Sie sehen союзников, оплот того самого многополярного мира, который мы все должны формировать, следуя объективным тенденциям мирового развития.
И БРИКС, безусловно, особенно окрепший, расширившийся БРИКС, это одна из ведущих, несущих опор того, что, я уверен, будет справедливым многопорядком с опорой на принципы устава ООН, причем не в их извращенном толковании, как это делает сейчас Запад, в том числе в отношении происходящего на Украине, а исключительно во всей полноте и во всей взаимосвязи этих принципов Организации Объединенных Наций. А название прежнее останется? Название все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного. Мне кажется, все понимают, что лучше оставить все как есть. Это будет подчеркивать преемственность всей нашей. Международная жизнь, пожалуйста. Международная жизнь, а Heute in Johannesburg trafen sich Vertreter der globalen Mehrheit. Es ist offensichtlich, dass die Interessen dieser Mehrheit, gelinde gesagt, nicht mit der Agenda der Länder des kollektiven Westens übereinstimmen. Was muss geschehen, damit diese Länder ihre Außenpolitik ändern und sie in Richtung des gesunden Menschenverstandes lenken? Wurde während ihrer Treffen am Rande des Gipfels die Frage der Demokratisierung der Tätigkeit der UNO erörtert, insbesondere die Wiederherstellung ihrer zentralen Rolle bei der Abstimmung der Interessen der Mitgliedstaaten? На полях саммита, ну и в том числе ваших встреч, вопросы демократизации деятельности Организации Объединенных Наций, возрождения и ее роли, центральной роли в согласовании интересов государств и членов организации. Спасибо. Ну, такой солидный вопрос у вас. Замах на лекцию. Ну, постараюсь. Eine ernsthafte Frage. Eigentlich ein Auftakt zu einer Vorlesung. Ich werde versuchen, kurz zu antworten. Bezüglich der Aussichten, wann der Westen sich in Richtung des gesunden Menschenverstandes wenden wird, das kann ich nicht beurteilen. Die Figuren, die derzeit die westlichen Regierungen in der überwiegenden Mehrheit der Länder anführen, zeigen Geschlossenheit unter der Führung Washingtons bei der Förderung der amerikanischen Agenda. Das geschieht unter anderem auch, wie wir es in Europa sehen, zulasten ihrer eigenen Wirtschaft und ihrer eigenen Bürger. Das ist eine völlig ideologisierte Gruppe von Ländern, die, wie Präsident Putin einmal sagte, sich selbst als Halbgötter betrachten und versuchen, Gott zu ersetzen. Mit solchen Leuten kommen wir manchmal ins Gespräch, führen Hinterzimmerdiskussionen mit ihnen. Aber da gibt es keinen Funken von gesundem Menschenverstand. Ihr müsst, ihr seid verpflichtet. Von wem müssen wir? Und wem sind wir verpflichtet? Das ist nicht die Situation, in der man durch Dialog versuchen kann, seine Sichtweise dem Gesprächspartner näher zu bringen und zu erwarten, dass er sie zumindest hört. Wir sind immer offen für Diskussionen, haben aber nicht vor, auf grobe Ultimaten, Erpressung und Drohungen gegen uns mit Gesprächsangeboten zu antworten. Wenn der gesunde Menschenverstand nicht siegen wird, die Westler sagen ja selbst, dass sie Russland auf dem Schlachtfeld besiegen und Russland eine strategische Niederlage zufügen wollen. Das ist derzeit ihre Vorstellung von gesundem Menschenverstand. Also werden wir auf diesem Feld arbeiten, nicht auf diplomatischem oder dem Feld des internationalen Rechts, sondern auf dem Schlachtfeld. Sie verstehen das sehr gut, aber können es nicht aussprechen. Es ist ihnen verboten. Sie wissen, wofür wir dort kämpfen. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin klar beim BRICS-Gipfel gesagt. Für unsere Sicherheit, für die Interessen der Menschen, die Russisch sprechen wollen, die ihre Kinder in russischer Sprache unterrichten wollen und die Früchte der russischen Kultur auf dem Land genießen wollen, das ihre Vorfahren jahrhundertelang kultiviert haben. Das ist etwas, was jeder verstehen sollte. Ну, вот что у них сейчас пока вместо здравого смысла, и значит, ну, будем работать на этом поле, не на дипломатическом, не на международно-правовом, а на поле боя. Тем более, что они прекрасно понимают, но не могут этого произнести, им запрещено, они прекрасно понимают, за что мы там воюем. Об этом президент Путин, еще раз вот выступая на саммите БРИКС, очень четко сказал, за свою безопасность, за интересы тех людей, которые хотят говорить по-русски, обучать своих детей на русском языке, пользоваться плодами русской культуры на землях, которые столетиями обустраивали их предки. Это, собственно, вещь, которая должна быть понятна всем. Что касается... Bezüglich der Demokratisierung der UNO. Wir sprechen seit langem über die Notwendigkeit einer Reform der Vereinten Nationen. In den letzten 15 Jahren wurden viele Neuerungen eingeführt, verschiedene Kommissionen für Friedensaufbau, ein solches Thema wurde auf die Tagesordnung gesetzt,
für Klimafragen, für Fragen der künstlichen Intelligenz und Informationstechnologien. Es wurde viel getan. Dies trägt dazu bei, dass die Organisation sich an die Entwicklung der Welt, der Wissenschaft und der Technologie anpasst. Die Hauptfrage ist die Reform des Sicherheitsrates. Dieses Organ symbolisiert die UNO in den Augen der überwiegenden Mehrheit der Menschen. Es hat Befugnisse, die niemand sonst hat, einschließlich der Entscheidungen über Krieg und Frieden sowie Fragen erzwungener Maßnahmen wie Sanktionen. Wenn wir über Gerechtigkeit und Demokratisierung sprechen, können wir uns nicht damit abfinden, dass von den 15 Mitgliedern des Sicherheitsrates 6 das Lager der Vereinigten Staaten repräsentieren, das vollständig ihrem Willen unterworfen ist. Wir haben dies gestern und heute diskutiert. In den von uns beschlossenen Dokumenten gibt es einen Absatz, der das Engagement der BRICS-Länder für eine Reform des Sicherheitsrates im Interesse der erhöhten Repräsentanz von Entwicklungs- und Schwellenländern bestätigt. Dort werden Indien, Brasilien und Südafrika erwähnt, als Länder, deren aktive Rolle in der globalen Organisation wir schätzen und wo wir möchten, dass diese Rolle im Rahmen des Sicherheitsrates gestärkt wird. Zum ersten Mal ist in den BRICS-Dokumenten festgehalten, dass wir die Reform des UN-Sicherheitsrates durch die Erhöhung der Repräsentation von Entwicklungs- und Schwellenländern in allen Mitgliedskategorien unterstützen, einschließlich der ständigen Mitglieder. Wir haben erneut unsere Position in Bezug auf 2 weitere Anwärter auf ständige Sitze im Sicherheitsrat klargestellt. Indien und Brasilien haben ihre Anträge schon lange und offiziell eingereicht. Zusammen mit ihnen haben auch Deutschland und Japan dasselbe getan, die sogenannte Gruppe der 4. In situativer Hinsicht stimmen ihre Interessen überein, aber im konzeptuellen Sinne kann keine Rede davon sein, dass Deutschland und Japan dem Sicherheitsrat auf ständiger Basis beitreten und so die Ungerechtigkeit verschärfen. Mehr als ein Drittel der aktuellen Mitglieder des Sicherheitsrates repräsentieren die Länder der sogenannten goldenen Milliarde, während die restlichen 7 Milliarden unterrepräsentiert sind. Weder Deutschland noch Japan werden der Diskussion im Sicherheitsrat etwas Neues bringen. Sie sind gehorsame Vollstrecker des Willens von Washington, wie fast alle anderen westlichen Länder auch. Die seltenen Stimmen über die strategische Autonomie der Europäischen Union gehen einfach im Schrei nach Disziplin halten und nicht aus der Reihe tanzen unter. И вместе с ними то же самое сделали Германия и Япония, так называемая Группа 4, которых, ну, в смысле таком ситуативном интересы совпадают, но в смысловом плане, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к этой безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость. Когда я уже сказал, более трети нынешнего состава представляют страны так называемого «золотого миллиарда», остальные 8 миллиардов, в общем-то, конечно, недопредставлены. Ну и потом ни Германия, ни Япония не привнесут ничего, абсолютно ничего нового в дискуссии в Совете Безопасности, потому что они послушные исполнители воли Вашингтона, как, собственно, и практически все остальные западные страны. Редкие голоса какой-то стратегической автономии Евросоюза просто тонут в окрике держать дисциплину, не выбиваться из рядов. Вот, наверное, поэтому... Die heute Morgen auf der Pressekonferenz verkündete Entscheidung wird dazu beitragen, unsere Koordination weiter zu stärken. Die BRICS führt bereits regelmäßig Veranstaltungen im Rahmen der UNO durch. Zum Beispiel wird im September die UN-Generalversammlung stattfinden. Jedes Jahr treffen wir uns dort auf der Ebene der Minister unserer Vereinigung. Wir werden nicht bis zum 1. Januar 2024 warten, sondern im Voraus Kontakte knüpfen als zukünftiger BRICS-Vorsitzender mit den neuen Mitgliedern und ihnen helfen, sich reinzuarbeiten, sodass alle 11, wir haben jetzt also eine Fußballmannschaft, beim Gipfel in Kasan vollständig in die Materie der Fragen eingetaucht sind, die unser Vorsitz bereits angekündigt hat. Heute hat Präsident Putin darüber gesprochen, womit wir uns 2024 hinsichtlich der Weiterentwicklung der Entscheidungen und der Ergebnisse, die unter dem Vorsitz von Südafrika erzielt wurden, befassen werden. Председательство уже анонсировало. Сегодня президент рассказал о том, чем мы планируем заниматься в 2024 году в развитии тех решений, тех результатов, которые были достигнуты под председательством Южной Африки. Первый канал, пожалуйста. Der Vorsitz von BRICS geht im nächsten Jahr an Russland über. Sie haben bereits erwähnt, dass der Gipfel der Organisation in Kasan stattfinden wird. In der Abschlusserklärung wurde uns viel Glück gewünscht. Sind wir bereit für den Gipfel? Wie wird unser Vorsitz aussehen?
und was möchten wir erreichen? Wenn Sie unserem Leben in den letzten 20 Jahren gefolgt sind, so sind wir auf alles vorbereitet. Der russische Präsident Wladimir Putin hat alle Prioritäten angekündigt, die wir vorantreiben werden. Erstens gibt es übergehende Pflichten, insbesondere die Umsetzung der Wirtschaftspartnerschaftsstrategie unseres Verbandes. Es gibt auch den Aktionsplan der BRICS-Länder im Bereich der Innovationszusammenarbeit für 2021 bis 2024. Es ist die Aufgabe des Vorsitzes, die Umsetzung aller in ihm festgelegten Projekte zu gewährleisten. Wenn wir über den Aktionsplan im Bereich der Innovationszusammenarbeit sprechen, wurden während der Corona-Pandemie in den BRICS Strukturen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten geschaffen, ein gemeinsames Zentrum für Virusforschung eingerichtet und vieles mehr. Angesichts unserer führenden Rolle in diesem Bereich werden wir die Gesundheitsversorgung zu einer unserer Prioritäten machen. Zweitens wird der Geschäftsrat, die von Russland initiierte Frauenunternehmerallianz und das Jugendforum ihre Arbeit fortsetzen. Die Kontakte zwischen Wissenschaftlern, Kulturschaffenden und im Bildungsbereich, die Netzwerkuniversität der BRICS, werden intensiviert. Unter unserem Vorsitz sind mehrere Veranstaltungen auf Ebene der Hochschulen aller 5 Länder. Nächstes Jahr werden es bereits 11 sein, geplant. Продолжит работу деловой совет, женский деловой альянс, он был создан, кстати, по инициативе России, молодежный форум, контакты между учеными, между деятелями культуры, в сфере образования, есть сетевой университет БРИКС. При нашем председательстве запланированы ряд мероприятий на уровне высших учебных заведений всех 5 стран. Ну, уже, наверное, теперь будет в будущем году всех 11 стран. И, безусловно, энергетика, конечно. Was die Energie angeht, so gibt es bereits seit langer Zeit eine von uns initiierte Plattform für Energiestudien. Sie ist funktionsfähig und enthält nützliche Informationen. Jetzt, da sich uns große Energiemarktakteure wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate anschließen, wird das Thema Energie neue Facetten bekommen und sehr gefragt sein. Glück ist immer nötig und ich garantiere Ihnen, dass es gesichert ist. Сверкают новыми гранями и, конечно, будет весьма и весьма востребовано. Ну вот, так что удача всегда нужна, но я гарантирую вам, что удача обеспечена. Vor dem Gipfel behaupteten einige Analysten und Medien, dass die Erweiterung der BRICS ein moralischer Sieg für Moskau und Peking sei. Das Gewicht der Organisation in der globalen Wirtschaft und der Geopolitik wird tatsächlich zunehmen. Was kann man über das relative Gewicht Russlands in der Vereinigung sagen? Insbesondere da die neue Entwicklungsbank der BRICS diesen Sommer aufgrund von Sanktionen keine neuen Investitionsprojekte in Russland mehr finanziert hat. Вес России не связан с тем, что решает новый банк развития, но те... Das Gewicht Russlands ist nicht mit den Entscheidungen der neuen Entwicklungsbank verbunden. Die Entscheidungen, bereits genehmigte Projekte auf russischem Gebiet einzufrieren, waren jedoch unrechtmäßig. Die früheren Führungskräfte dieser Bank haben ihre Befugnisse überschritten und die satzungsmäßigen Ziele, die bei der Gründung der neuen Entwicklungsbank festgelegt wurden, verfälscht. Die neue Präsidentin Rousseff versteht voll und ganz die Aufgaben, die ihr gemäß der erwähnten satzungsmäßigen Dokumente gestellt werden, Bankbeziehungen zu entwickeln und die Finanzierung von industriellen und anderen Projekten im Interesse der Mitgliedsländer der neuen Entwicklungsbank zu fördern, ohne Rücksicht auf die künstlichen Hindernisse, die internationale Währungs- und Finanzstrukturen unter der Führung der Vereinigten Staaten errichten. Es gibt eine Vereinbarung, konkret an der Schaffung alternativer Zahlungssysteme zu arbeiten. Dies wird ein weiterer Beitrag sein zur effizienten Arbeit der neuen Entwicklungsbank. Те же самые международные валютно-финансовые структуры под руководством Соединенных Штатов. Как я уже сказал, есть договоренность начать предметную работу над созданием альтернативных платежных систем. Это будет тоже вклад в обеспечение эффективной работы нового банка развития. Вот, поэтому я бы здесь не... Ich würde nicht über das relative Gewicht von irgendjemandem sprechen, obwohl letzten Endes das relative Gewicht jedes Landes gemäß seiner Mitgliedschaft in der UNO gemessen werden kann. Wie viel Gewicht jedes Land dort hat und wie viele Mitarbeiter gemäß seiner Quote im Sekretariat arbeiten. Сколько
сотрудников по ее квоте работают в секретариате. В том-то и отличие, понимаете? Der Unterschied zwischen BRICS und der G7 und anderen westzentrischen Strukturen ist, dass dort alle den Vereinigten Staaten zuhören. Es gibt einige Nuancen, jemand drückt etwas Zusätzliches zur strategischen Linie durch, die von Washington festgelegt wird, aber der Hauptkurs wird von Washington festgelegt. In unserer Vereinigung gibt es einen ganz anderen Ansatz. Heute und gestern haben wir auf dem geschlossenen Treffen viel darüber gesprochen. Nicht zufällig, bei der Antwort auf die vorherige Frage sprach ich von einem explosiven Interesse an der Zusammenarbeit mit der BRICS und dem Beitritt zur Organisation. All dies reflektiert ähnliche Tendenzen. Bei uns ist es anders, auf ehrliche Art. Gleichheit ist für jeden Teilnehmer gewährleistet. Wenn jemand mit einer Entscheidung nicht zufrieden ist, dann gibt es keinen Konsens. Wenn jemand Unbehagen hat, versuchen alle anderen, Formulierungen und Entscheidungen zu finden, die dazu beitragen, die Einheit sicherzustellen. Das bedeutet, einen Konsens zu erzielen und nicht die Befehle vom Hauptchef zu befolgen. Einen Konsens zu finden dauert länger, aber die auf diese Weise getroffenen Vereinbarungen sind viel stabiler, langlebiger und effektiver. Которые будут помогать обеспечивать единство. Да, это достигать консенсуса, а не выполнять команды главного начальника. Добиваться консенсуса, конечно, это занимает больше времени, но зато консенсусно достигнутые договоренности, они гораздо более устойчивые, более долговременны и более результативны. Ich habe im Fernsehen gesehen und gelesen, dass westliche Kanäle vor Beginn dieses Gipfels, als sie die Eröffnung des Gipfels ankündigten, erklärt haben, dass die BRICS ein wirtschaftlicher Club sei. In gewissem Maße spielt die Wirtschaft eine wichtige Rolle, wenn man bedenkt, dass die aktuelle Fünfergruppe in Bezug auf die Kaufkraftparität die G7-Mitglieder überholt hat und mit 6 neuen Mitgliedern dieser Abstand noch größer wird. Wir machen viel in der Wirtschaft. Ich habe bereits aufgelistet, welche Aufgaben für unsere Zentralbanken, Finanzministerien, Energie- und Verkehrsministerien anstehen. Eine der wichtigen Initiativen, die von Russlands Präsident Putin vorgeschlagen wurde, als er die Situation mit den Lieferketten und der gesamten logistischen Infrastruktur analysierte, betrifft ein zukünftiges Projekt, das jetzt Priorität hat, den internationalen Verkehrskorridor Nord-Süd. In Kombination mit der Nordmeerroute bieten diese Routen grundlegend neue Möglichkeiten zur Steigerung des Wachstums der Weltwirtschaft und der Wirtschaft der Staaten in Eurasien. Mit der Einbindung von Ländern des Nahen Ostens, Ländern des Persischen Golfes, nehmen die Möglichkeiten für eine effektive Umsetzung dieser logistischen Projekte nur zu. Der russische Präsident Wladimir Putin schlug vor, eine Verkehrskommission innerhalb der BRICS zu schaffen. Ich denke, wir werden dies unter unserem Vorsitz tun. Ebenso haben alle den Vorschlag des indischen Premierministers Narendra Modi unterstützt, eine Kommission zur Erforschung des Weltraums zu gründen. Ein sehr guter Vorschlag. Wir haben alle unseren indischen Freunden dazu gratuliert, dass sie ein Landemodul auf die Seite des Mondes geschickt haben, wo bisher nichts vom Menschen Geschaffenes die Oberfläche berührt hat. Raumfahrt ist ein zukunftsträchtiges Thema, genauso wie Energie. Es gibt ein enormes wirtschaftliches Potenzial, aber die BRICS als Wirtschaftsclub zu bezeichnen, bedeutet, seine tatsächliche Bedeutung herunterzuspielen. In der politischen Erklärung ist unsere Forderung nach einer Demokratisierung der internationalen Beziehungen klar festgehalten. Es wird betont, dass die Rolle des globalen Südens in den globalen Leitungsmechanismen gestärkt werden sollte. Es wurde festgeschrieben, dass wir das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen in ihrer vollen Tragweite und im Zusammenhang der darin enthaltenen Normen und Grundsätze beachten werden. На Луну, на ту сторону Луны, где спустился аппарат, куда еще не ступала нога, не нога, скажем, а ничто не касалось сделанного человеком. Поэтому я думаю, космос – это очень перспективная тема, так же, как энергетика. Так что есть огромный потенциал экономический, но называть БРИКС экономическим клубом, это пытаться принизить его реальное значение. Реальное значение, почитайте декларацию политическую, где очень четко зафиксировано наши требования демократизации международных отношений, повышения роли глобального юга в механизмах глобального управления. Записано, что мы будем соблюдать международные права и устав ООН во всем во всей полноте, во всей взаимосвязи
содержащихся в уставе норм и принципов. И, конечно, мы высказались, как я уже упомянул, в пользу реформы Совета Безопасности. Wir haben uns für eine Reform des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ausgesprochen, die ausschließlich den sich entwickelnden Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zugutekommt. Neben der Notwendigkeit der Aktivierung der Reform des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen werden die BRICS-Länder auch ihre koordinierte Tätigkeit zur Sicherstellung gerechterer Regelungen in den Bretton Woods-Institutionen, dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Welthandelsorganisation fortsetzen. Die Erweiterung der BRICS erfolgt recht zügig und umfangreich. Die Entscheidung, dass wir in der nächsten Phase auch eine zusätzliche Partnerkategorie festlegen werden, ist das Ergebnis des Ansatzes der Organisation zu internationalen politischen Fragen und ihrer Vision der zukünftigen internationalen Beziehungen, die auf der Unterstützung objektiver Trends zur Multipolarität basieren, bei denen Zentrum des Wachstums, der finanziellen Stärke und des politischen Einflusses entstehen, die nicht einfach blind Anweisungen des Westens folgen wollen, welcher nicht in der Lage ist, seine kolonialen Gewohnheiten abzulegen und der versucht, auf Kosten anderer zu leben. Tendenzen многополярности, когда формируются центры роста, центры финансовой мощи, центры политического влияния, которые уже не готовы просто слепо выполнять поручения Запада, который никак не может отделаться от своих колониальных привычек и пытается жить за счет других. Африканцы нам и на этой встрече и на Die Afrikaner haben uns sowohl bei diesem Treffen als auch beim Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg gesagt, dass sie keine Lieferung von Lebensmitteln wollen. Sie baten um Technologien, um Getreide effizient anzubauen und zu verarbeiten. Das gleiche gilt für viele andere Dinge. Präsident Yoweri Museveni von Uganda gab ein Beispiel. Der globale Kaffeemarkt hat ein Volumen von etwas mehr als 450 Milliarden Dollar. Von diesem Betrag erhalten die Kaffeebohnenproduzentenländer nur 25 Milliarden Dollar. Wenn man Afrika betrachtet, erhalten alle afrikanischen Länder zusammen weniger als 3 Milliarden Dollar für die an den Westen verkauften Kaffeebohnen. Während Deutschland allein, welches verarbeitete Rohstoffe als Fertigprodukte verkauft, 7,5 Milliarden Dollar erhält. 2,5-mal mehr als ganz Afrika. Das war unser Gesprächsthema. Dieser Gipfel hat die Diskussion über Gerechtigkeit auf eine qualitativ neue Ebene gehoben. Darüber, dass man nicht ewig auf Kosten der Ressourcen der Entwicklungsländer leben kann. Die Afrikaner erinnern sich gut an die kolonialen Zeiten und wofür sie gekämpft haben. Nach Erhalt ihrer Unabhängigkeit sahen sie, dass man sie erneut nur als Lieferanten von Ressourcen zu niedrigen Preisen haben wollte, während der gesamte Mehrwert und der daraus resultierende Vorteil dem Westen zugute kam. Dies ist für sie nicht akzeptabel. Jetzt tritt ein ziemlich ernsthafter Wendepunkt ein. Nicht ohne Grund sprechen wir von der beginnenden Ära des Übergangs zur Multipolarität. Dieser Prozess ist historisch vorherbestimmt. Они увидели, что их опять пытаются держать лишь за поставщиков ресурсов по дешевым ценам, а всю добавленную стоимость и, так сказать, ее преимущество будет иметь Запад, их это не устраивает. И сейчас наступает достаточно серьезный переломный момент. Мы не зря говорим о том, что началась эпоха перехода к многополярности. Ее невозможно остановить, это процесс исторически предопределен. Angesichts der Tatsache, dass ölproduzierende Länder in die BRICS-Mitgliedschaft aufgenommen wurden, hat Russland vorgeschlagen, einen BRICS-Energieverband oder möglicherweise in diesem Rahmen eine BRICS-Energiebank zu gründen. Falls dem so ist, wurden entsprechende Anweisungen an die Arbeitsgruppen gegeben. Innerhalb der BRICS haben wir Strukturen, die sich mit Energie beschäftigen. Wenn wir neue Mitglieder haben, werden wir sehen, welche Initiativen sie haben. Wenn diese Unterstützung erhalten, werden wir sie umsetzen. In seiner Rede auf dem BRICS-Gipfel erklärte Präsident Putin die Bereitschaft Russlands, zur Getreidevereinbarung zurückzukehren, sofern alle in der Türkei im letzten Jahr vereinbarten Bedingungen erfüllt sind. Gibt es Anzeichen dafür, dass der Westen bereit ist, seine Verpflichtungen für die Rückkehr zur Getreidevereinbarung zu erfüllen? Bisher sehen wir keine solchen Anzeichen. Der Westen ruft uns lediglich dazu auf, die Vorschläge der UNO zu unterstützen.
Heute werde ich mich mit dem Generalsekretär der UNO, Antonio Guterres, treffen. Natürlich werde ich mit ihm darüber sprechen. Die Vorschläge der UNO, die wiederholt gemacht wurden, insbesondere im Mai dieses Jahres und Anfang Juli dieses Jahres, waren wie folgt. Russland sollte nicht seine Zustimmung zum ukrainischen Teil des Paketes zurückziehen. Alles sollte weitergehen wie bisher. Sie würden dann auch ein paar mehr Häfen mit einschließen, die Anzahl der Inspektionen erhöhen, damit dieses Volumen ständig wächst. Wenn wir das tun, werden Sie Gespräche darüber beginnen, angeblich die Aktiengesellschaft Rosselchusbank ca. 3 Monate später wieder ins SWIFT-System zurückzuführen. Und Sie werden auch Versicherungsunternehmen versuchen zu überzeugen, ihre Raten nicht zu hoch zu treiben und werden Vereinbarungen darüber treffen, dass russische Schiffe in bestimmte Häfen einfahren können. Wir können nichts davon akzeptieren. Mit Versprechungen zu diesem Thema haben Sie uns ein ganzes Jahr lang gefüttert. Zu anderen Fragen, die nicht mit der Getreidevereinbarung zu tun haben, sondern mit unseren Beziehungen zum Westen, wir wurden mehrmals mit denselben Versprechungen gefüttert, die nie erfüllt wurden. Ein Beispiel. Es sollte eigentlich nichts kosten, die Situation mit den russischen Düngemitteln 260.000 Tonnen zu klären, die vor über einem Jahr in den EU-Häfen beschlagnahmt wurden. Das Unternehmen, das diese Düngemittel besitzt, hat bereits angekündigt, dass wir sie kostenlos an Entwicklungsländer abgeben. Präsident Putin hat die Europäische Union öffentlich aufgerufen, diese Düngemittel freizugeben, die wir bereit sind, kostenlos und auf unsere Kosten an den Bestimmungsort zu liefern. Mehr als ein Jahr nach dieser Ankündigung wurden von den 260.000 Tonnen nur 20.000 Tonnen nach Malawi verschickt. Es dauerte 5 Monate, um sie abzustimmen. 3 Monate später wurden 34.000 Tonnen nach Kenia geschickt. Die verbleibenden 200.000 Tonnen oder mehr liegen immer noch dort. Es ist nicht besonders gut für die Qualität der Düngemittel, wenn sie als tote Fracht in den Häfen liegen. Ein ähnlicher Deal für Nigeria wird aus uns unbekannten Gründen verzögert. Das zeigt den Wert der Versprechungen des Westens. Selbst wenn man ihnen etwas kostenlos gibt, nur um es den bedürftigen Ländern zu übergeben. Wie der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich erneut bestätigt hat, sobald alles, was uns versprochen wurde, erfüllt ist, sind wir bereit, den ukrainischen Teil des Pakets direkt am selben Tag und zur selben Stunde wieder aufzunehmen. Es war tatsächlich ein Paket. Wir haben es als Entscheidung unterzeichnet, in der beide Teile miteinander verknüpft sind. Аналогичная сделка для Нигерии по непонятным для нас причинам тормозится. Вот чего стоит обещание Запад, даже когда ты им что-то даешь бесплатно, говорит, только вот передайте нуждающимся странам. Поэтому, как сказал президент, он это недавно еще раз подтвердил, как только все, что нам обещано, будет выполнено одновременно, в тот же день, в тот же час, мы готовы возобновлять украинскую часть пакета. Это был действительно пакет, и мы его под ним подписывались, как под решением, обе части которого взаимосвязаны. Wir sind jetzt schon 3 Tage mit Ihnen in Afrika. Eine Frage zur regionalen Thematik. Diskutieren Sie mit einem Ihrer Kollegen vom afrikanischen Kontinent oder von der BRICS über die Situation im Niger. Wie wird die Reaktion von Russland und den BRICS-Ländern im Falle einer möglichen ECOWAS-Invasion in dieses Land sein? Wir haben die Situation im Niger nicht speziell besprochen. Es war nicht auf der Tagesordnung. Die ECOWAS befasst sich damit, aber nicht im vollen Umfang, denn nicht alle Mitglieder der Gemeinschaft unterstützen eine Intervention. Der Westen liebt es, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und im Sinne der Cancel Culture jedes Ereignis, das er erklären will, isoliert zu betrachten und dabei alle anderen Faktoren und den historischen Hintergrund eines Themas zu ignorieren. Die Sahelzone in Afrika leidet seit 2011, als die NATO Libyen zerstörte, unter dem Terrorismus. Als sie den Staat Libyen zerstörten, unterstützten sie die Terroristen gegen Gaddafi. Als Libyen aufhörte zu existieren, wurde es zu einem schwarzen Loch, durch das Millionen von illegalen Migranten nach Norden strömten und die gleichen Banditen nach Süden, die der Westen zur Absetzung von Gaddafis Regime verwendet hatte. Jetzt haben diese Jungs hier Gruppen gegründet und verstärkt, die mit dem IS und Al-Qaida verbunden sind. Die Franzosen, die lange Zeit die Operation gegen Gaddafi aktiv unterstützten und ihnen mit Waffen halfen, ziehen sich jetzt aus Mali zurück. Und auch die EU-Mission. Man muss die wahren Ursachen dieser Umstürze sehen. Wenn man sich anschaut, was Afrika aus der Zusammenarbeit mit dem Westen hat, ich habe gerade ausführlich darüber gesprochen, wird der Mehrwert, die Wertschöpfung, vom afrikanischen Kontinent abgezogen. Nur Ressourcen werden hier ausgefahren.
Seit sowjetischen Zeiten haben wir immer versucht, uns anders zu verhalten, indem wir die Grundlagen der Industrie, Bildungssysteme und des Gesundheitswesens geschaffen haben. Das, was als Staatsstreich bezeichnet wird, hat bereits in Mali, Guinea und Burkina Faso stattgefunden. Ich habe mich nicht tief mit diesem Thema beschäftigt. Wenn ein bestimmter Teil der Gesellschaft, in diesem Fall das Militär, sieht, dass das System der Beziehungen zum Westen, das von den Regierenden dieser Länder aufgebaut wurde und mit dem sie persönlich zufrieden sind, nicht hilft, die Probleme der gesamten Bevölkerung zu lösen, dann können diese Faktoren nicht ignoriert werden. Ich denke nicht, dass eine Invasion für jemanden von Vorteil wäre. Von einer anderen Gruppe innerhalb der ECOWAS wird bereits eine Streitmacht zur Abwehr einer Invasion aufgestellt. Ich wünsche den Afrikanern kein solches Szenario. Es wäre verheerend und tödlich für viele Länder und für tausende Menschen. Смотрите, уже то, что вот называют переворотами, произошло и в Мали, и в Гвинее, и в Буркина-Фасо. Я не могу исключать, я глубоко этим не занимался, но когда определенная часть общества, ну, в данном случае военные, они видят, что система отношений с Западом, которую правители этой соответствующей страны выстроили и которой они довольны, они лично, но эта система отношений с Западом не помогает решать проблемы всего населения, ну, наверное, нельзя эти факторы скидывать со счетов. Я не думаю, что вторжение будет кому-то на пользу. Уже создается ведь из другой части ЭКОВАС создается сила для противодействия вторжению. Я очень не желаю африканцам такого рода сценария. Это будет разрушительно и губительно для большого количества стран и для тысяч и тысяч людей. Gestern hat der französische Präsident Macron gesagt, er sei bereit, mit dem russischen Präsidenten Putin zu sprechen, wenn es nützlich wäre. Er konnte nicht zum BRICS-Gipfel kommen. Will er jetzt nach Moskau? Wann könnte ein solcher Erfolg für Russland nützlich sein? Ich verfolge nicht die Äußerungen darüber, wer was in Bezug auf Russland zu tun beabsichtigt und dies öffentlich sagt. Wenn jemand an etwas interessiert ist, dann verlangen die grundlegenden Anstandsregeln und diplomatischen Gepflogenheiten, dass man sein Interesse, sei es ein Treffen oder ein Telefonat, über diplomatische Kanäle mitteilt. Vor einem Jahr sagten Macron und Scholz, dass sie den Dialog fortsetzen würden. Dabei erklärten sie öffentlich, wie und wann sie Russland in die zivilisierte Gemeinschaft zurückbringen werden. Ich habe aufgehört, das zu lesen und darauf zu achten. Wenn man darüber öffentlich spricht, dann ist man am Publikum interessiert, das zuhört. Eigene Wähler oder EU-Partner. Es ist unklar, welche Signale mit solchen Aussagen gesendet werden. Dialog, мы еще скажем свое слово. Я это перестал читать, перестал на это обращать внимание. Если ты говоришь об этом публично, значит тебе интересна та аудитория, которая тебя слушает. Твои избиратели, какие-то твои партнеры по Евросоюзу. Но непонятно, какие сигналы посылают с такого рода заявлений. Vor kurzem sagte der französische Präsident erneut, dass Frankreich eine Niederlage der Ukraine nicht zulassen könne und dass Kiew sich auf einen langfristigen Konflikt vorbereiten müsse. Die Französische Republik wird im Gegenzug die Lieferung von Langstreckenraketen sicherstellen. Gleichzeitig positioniert sich Präsident Macron als möglicher Vermittler im ukrainischen Konflikt, der bereit sei, mit dem russischen Präsidenten Putin zu sprechen. Er äußerte den Wunsch, am BRICS-Gipfel teilzunehmen. Nach Ihrer Meinung, könnte Frankreich als Vermittler im Konflikt agieren? Wie bewerten Sie die widersprüchlichen Äußerungen des französischen Präsidenten? Уже коснулся этой темы. Я исхожу из того, что если кто-то хочет. Ich habe dieses Thema bereits angesprochen. Mein Ausgangspunkt ist, dass wenn jemand einen Beitrag zur Lösungssuche leisten möchte, dies nicht über ein Mikrofon, sondern über die entsprechenden Kanäle getan wird. Dies ist allgemein bekannt. Warum solche öffentlichen und lautstarken Erklärungen gemacht werden, ist unklar. Manchmal wird behauptet, sie würden vermitteln und dann wird versprochen, Langstreckenraketen zu liefern, die auf russisches Territorium abgefeuert werden. Es fällt mir schwer, Schlüsse aus diesen Aussagen zu ziehen. In Anbetracht der aktuellen Situation in Europa
könnte es vielleicht der Wunsch sein, sich ins Gedächtnis zu rufen und zu zeigen, wie aktiv man ist und wie man unterstützt werden möchte. Aber das ist reine Spekulation. Frankreich war ja bereits Vermittler. Präsident Hollande war Garant der Minsker Vereinbarungen. Später verkündete er stolz im Jahre 2022, dass sie gar nicht die Absicht hatten, diese Vereinbarungen umzusetzen, obwohl diese vom UN-Sicherheitsrat bestätigt wurden. Sie mussten Zeit gewinnen, um die Ukraine mit Waffen gegen Russland zu versorgen. Daher ist es, wenn Macron sagt, dass sie Raketen mit großer Reichweite liefern werden, genau dasselbe wie das, was Hollande als Vermittler sagte. Urteilen Sie selbst. Несмотря на то, что эти договоренности утвердил Совет Безопасности, нам нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием против России. Поэтому, когда Макрон говорит, дадим ракеты дальнего радиуса действия, это то же самое, что говорил и Оланд, будучи посредником. Вот судите сами. In den Tagen vor dem Gipfel in Johannesburg betonten einige westliche Medien, dass dieser BRICS-Gipfel das Augenmerk auf die Beziehungen zwischen Südafrika und Moskau lenkte. Wie würden Sie das derzeitige Niveau der Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pretoria charakterisieren? Die Beziehungen sind ausgezeichnet. In diesem Jahr hat Präsident Ramaphosa zweimal die Russische Föderation besucht. Das erste Mal im Juni, als er ohne jegliche Werbung und geschäftsmäßig Präsident Putin darum bat, eine Delegation von 7 afrikanischen Führern zu empfangen, um die Situation rund um die Ukraine zu besprechen. Das zweite Mal, als er Ende Juli anlässlich des Russland-Afrika-Gipfels nach St. Petersburg kam. In beiden Fällen fanden bilaterale, vertrauensvolle, offene und nützliche Gespräche statt. Die Präsidenten definierten und werden das auch weiterhin tun, den Weg für die weitere Entwicklung unserer Beziehungen in allen Bereichen. Wirtschaft, Investitionen, Hightech, Wissenschaft, Bildung, Sport, militärische und militärtechnische Zusammenarbeit. Ich denke, diese Beziehungen befinden sich im Aufschwung. Wir schätzen, dass sich alle führenden Politiker der Südafrikanischen Republik an die Rolle der Sowjetunion erinnern im Kampf gegen die Apartheid und bei der Dekolonisierung Afrikas. Wir konzentrieren uns nun verstärkt auf die Bereiche der materiellen Zusammenarbeit, die ich bereits erwähnt habe. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir gute Perspektiven haben. Ведущие политики Южноафриканской Республики, роль Советского Союза в борьбе с апартеидом, и не только в Южноафриканской Республике, но и в деле деколонизации всей Африки. Так что у нас очень, очень солидный исторический, политический фундамент. И на этом фундаменте мы сейчас все больше внимания уделяем уже сферам материального сотрудничества, о которых я упомянул, так что у нас очень хорошие перспективы, у меня нет никаких сомнений. In Niger und anderen afrikanischen Ländern, insbesondere in Mali und Burkina Faso, finden Volkskundgebungen statt. Menschen gehen mit Aufrufen an Russland und seine Partner auf die Straße, eine aktive Rolle im Schutz der Länder der Region vor ausländischer Einmischung und insgesamt vor Neokolonialismus zu spielen. Wie ist die Position Russlands in Bezug auf die Bedrohungen externer Einmischung im Niger? Welche Rolle können Russland und seine Verbündeten in dieser Krise spielen? Какова позиция России по отношению к угрозе внешнего вмешательства в Нигере и какую роль может сыграть Россия и ее союзники в этом кризисе? Спасибо. Знаете, эти демонстрации... Kurz nach den Ereignissen in Niger gab es zaghafte, aber recht laute Versuche, Russland zu beschuldigen, einen Regierungswechsel durch einen Staatsstreich organisiert zu haben. Doch sehr schnell erklärten selbst in führenden westlichen Ländern die offiziellen Vertreter, dass sie über keine Informationen verfügten, die solche Behauptungen bestätigen könnten. Diese Demonstrationen mit russischen Flaggen, das ist meiner Meinung nach vor allem ein Ausdruck der Gefühle, die die Bewohner, in diesem Fall Nigers, in Bezug auf ihr tägliches Leben empfinden. Niger war einer der zuverlässigsten Verbündeten des Westens, insbesondere Frankreichs. Dort befindet sich eine US-amerikanische Militärbasis. Die Menschen analysieren vermutlich diese langjährige, über Jahrzehnte hinweg andauernde Partnerschaft mit dem Westen und verstehen, dass sie ihnen nicht allzu viel gebracht hat, dass sie in einer untergeordneten Position verbleiben und ihre eigene Entwicklung nicht wirklich vorankommt. Dies ist eine Unzufriedenheit mit den westlichen Praktiken, die auf kolonialen Methoden beruhen. Gleichzeitig gibt es die Erinnerung daran, wie wir gemeinsam gegen den Kolonialismus gekämpft haben. Ich denke, dies kann nicht einfach beiseite geschoben werden. Das sind keine bloßen Worte. Bei afrikanischen Führern und den Völkern handelt es sich tatsächlich um tief verwurzelte Überzeugungen. Западом
Люди анализируют. И люди, наверное, понимают, что это партнерство не очень много им дает. И что они остаются, в общем-то, в подчиненном положении. И собственное развитие у них не сильно двигается. Вот эта неудовлетворенность западными практиками, которые, как я уже сказал, базируются на колониальных методах, а с другой стороны память о том, как мы вместе боролись с колониализмом, я думаю, ее нельзя списывать со счетов. Это не просто высокие слова. Это на самом деле у африканских лидеров и у народов это глубоко укорененное убеждение. Так что надо всем переходить на равноправные отношения. Es ist notwendig, auf gleichberechtigte Beziehungen umzustellen, einander zu respektieren, ein Gleichgewicht der Interessen zu finden, niemandem etwas vorzuschreiben und sicherzustellen, dass alle Regierungen den Anforderungen gerecht werden, die voll und ganz mit der Charta der Vereinten Nationen übereinstimmen, in der festgehalten ist, dass die Organisation auf der souveränen Gleichheit aller Staaten, der Großen und der Kleinen, basiert. Wenn der Westen auch nur einmal versuchen würde, seine Politik im Einklang mit dieser Forderung zu führen, der er zugestimmt und die er bei der Gründung der Vereinten Nationen ratifiziert hat, dann hätte vielleicht der gesunde Menschenverstand eine Chance. Какую-то Chance. Спасибо большое.